Und weiter geht's mit Metal Skies. Wir fangen einfach mal an und fangen hier an zu zocken, würde ich sagen. Wir gehen natürlich in eine Kampagne. Dann würde ich sagen, gehen wir, wo gehen wir auf? Drohende Schlacht, da nehmen wir einfach mal teil. Ich hoffe mal, das schaffen wir. Wir gehen einfach mal auf Bestätigen. Jetzt können wir hier noch irgendwelche Objekte auswählen. Was haben wir da? Dieses Objekt wurde nicht gekauft. Kühlmittel und was haben wir? Ah, das haben wir auch noch nie gekauft. Ah, nehmen wir das. Die B nehmen wir, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Ah, sonst haben wir nur Stickhof, von daher müssen wir die nehmen. Was ist denn das? Vergeltungsrakete, die nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Und dann nehmen wir das mit. So, dann gehen wir auf Kampf starten. Ich bin gespannt, ob wir packen. Also so bewegen wir unsere Kiste. Hoch und runter. Und dann können wir auf jeden Fall gleich loslegen. Oha, oha. Jo, das sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall qualmt die Kiste vor uns schon. Alter, der weicht aber gut aus. Haha, das war auf jeden Fall richtig cooler Sieg. Kann man ihn gut in der Mitte geben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir uns hier eine Munitionskiste aussuchen. Was sagt ihr? Nehmen wir die goldene Mitte oder was? Ich nehme die einfach mal. Was haben wir da dazu bekommen? Wir gehen auf Bestätigen. Überprüfe deine Inbox. Alles klar. Pilotenstufe ist erhöht. Erfolg 4 Sterne haben wir. Jetzt können wir eine Revanche machen oder ein Level wählen. Jetzt können wir hier gleich nochmal teilnehmen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir fangen ja einfach nochmal an, gehen auf Bestätigen und sagen, yo, los, jeder. Immer ruf da. Jetzt komm, 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 komm rüber. Komm, das müssen wir packen. Jo, das sieht gut aus. Yeah, das haben wir auch geschafft. Der Sieg ist unser. Wir qualmen schon ganz schöne. Also auf jeden Fall eine knappe Kiste. Jetzt sehen wir das hier einfach mal links. Holen uns ein paar Münzen dazu und sagen, bestätigen. 4 Sterne haben wir wieder mal. Dann gehen wir auf Level wählen. Wir können das doch erstmal zumachen. Könnten dann hier in unseren Laden mal gehen und da gucken, was das hier so alle gibt. Gibt es Kisten. Dann gibt es irgendwelche Booster, die man kaufen kann. Da würde ich sagen, was ist das hier? Mittlere Heilung. Das könnten wir kaufen für 3000. Haben wir jetzt gekauft? Dann haben wir hier, was haben wir hier? Das weiß ich gar nicht. Verstärker, Annäherung an den Gegner für 5 Sekunden das Ziel erhöhen, manuell. Das könnte man auch einfach mal kaufen. Automatische Aktivierung, einmalige Erhöhung der TP um 10%, einmalige Erhöhung des Waffenschadens um 10%, vollständiges Nachfüllen der Munition, doppeltes Gold für 30 Minuten und Erhöhung der Chance auf ein erfolgreiches Ausweichmanöver. Das ist eigentlich auch ja nicht so verkehrt. Das könnte man sich eigentlich auch mal holen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf Rakete und gucken, was hier noch. Raketenschaden plus 30. Dann gibt es hier einen Schaden 60% Gegnergeschwindigkeit minus 50. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wie teuer war das? 2100 und das kostet Zielautomatik. Gibt es hier auch manuell und gelungener Treffer stört das Ziel des Gegners 3 Sekunden. Ich würde sagen, wir holen uns das hier einfach im Angebot. Haben wir zwar ein bisschen weniger Kohle am Start, aber scheiß drauf, EP LAN könnten wir auch noch machen. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf Kampagne, gehen hier auf drohende Schlacht, gehen auf Bestätigen. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns hier ein bisschen was aus wieder. Dann nehmen wir das weg und nehmen das. Mann! Ach so, da können wir nur eins nehmen, alles klar. Na, nehmen wir das, ist egal. Und dann nehmen wir auf Kampf starten. Gucken, wie wir uns schlagen. Gleich jetzt los. Ich knall auf jeden Fall wieder ruf wie ein Blöder. Yeah, den haben wir gut in der Mitte gegeben, Alter. Das war auf jeden Fall richtig geil. Oh, jetzt
Ich weiß ja nicht, wie ich ausweichen soll. Jetzt sind wir im Arsch, wa? Nee, doch nicht. Oh, knappe Kiste, knappe Kiste. Wir haben ganz schön gequalmt. Aber gewonnen haben wir zum Glück. Ah, wieder ein paar Münzen. Sehr schön. Dann gehen wir auf Bestätigen. Unsere Pilotenstufe ist erhöht. Sehr schön. Wir sind jetzt auf Level Nummer 5. So soll es sein. Jetzt können wir auf Level wählen. Jetzt haben wir auch nur 3 Sterne bekommen. War nicht so doll. Gut, hiermit möchte ich das Video auch erstmal beenden. Ihr habt ja gesehen, wie es so vonstatten geht. Hier können wir auch nochmal reingucken. Hier gibt es eine Inbox. Da können wir ein bisschen was einnehmen. Das machen wir auch jetzt einfach mal. Das nehmen wir alles mal ein. Zack. Was ist das? Beispiel Anfänger ran am Marsch. Alles klar. Pilotenkartenkiste. Alles klar. Das nehmen wir doch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist ja cool. Eine neue Pilotin haben wir am Start. Dann können wir hier andere einladen. Dann können wir hier die Rangliste uns ansehen. Hier sehen wir unsere Punkte. 148. Wir sind jetzt Obergefreiter, also läuft auf jeden Fall ganz gut soweit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann vergesst es, abonnieren nicht, wenn ihr nicht schon gemacht habt. Das Teilen dürft ihr natürlich auch nicht verpeilen und über einen positiven Daumen würde ich mich freuen. Das wäre auf jeden Fall ein Traum. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.